Herzlich willkommen beim magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und heute wird es musikalisch mit Michael Koch. Michael ist ein Profi, wenn es um die perfekte Musik für eine Live-Show geht. Außerdem ist er verantwortlich für die musikalische Untermalung von zahlreichen bekannten Werbespots, wie von BMW, Mercedes und Porsche. Zudem hat er mehrere erfolgreiche Motivations- und Meditations-CDs geschrieben und produziert. Im Interview mit uns erklärt er, was gerade wir Zauberkünstler bei Musik in unseren Shows beachten und warum wir sie auch unbedingt mit einbinden sollten. Und nun viel Spaß mit Michael Koch. Hallo Michael, hast du heute schon ein neues Musikstück komponiert? Nein, habe ich heute leider noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe aber schon, was für mich sehr selten ist, ein wenig Klavier gespielt. Warum ist das für dich selten als Musiker? Ja, weil ich natürlich sehr viel komponiere und so weiter, aber mich wirklich selbst hinzusetzen, um zu üben und Klavier zu spielen, das ist eher selten der Fall. Wie sieht das denn aus, wenn du selbst komponierst und musst du dann trotzdem noch sehr, sehr viel Klavier spielen? Bist du nicht da schon gut drin? Wie kann man sich das so vorstellen? Ach so, ja, wenn ich komponiere, dann setze ich mich hin. Ich habe entweder eine Grundidee, irgendwas im Kopf und versuche das umzusetzen, auf der Tastatur natürlich. Oder ich habe sozusagen einen Kompositionsauftrag, dann versuche ich mich in die emotionale Lage zu versetzen. Worum geht es eigentlich? Was ist die Stimmung? Und versuche mir diese Stimmung vorzustellen und versuche die dann halt in meinem Kopf, vom Kopf direkt auf die Tastatur umzusetzen. Ja, es ist, du hast in einem Punkt recht, ich spiele natürlich viel Tastatur, weil heutzutage komponiert man viel an der Tastatur, ist mit dem Computer verbunden und daher, klar, spiele ich schon viel auf der Tastatur, aber das klassische Üben ist etwas anderes, um die Eingangsfrage gerade nochmal vorwegzunehmen, weil klassisch Üben ist, ich übe zum Beispiel ein Stück und versuche dort besser zu werden im einzelnen Detail. Und wenn ich eine Komposition mache, da kann ich mich ja auch ruhig mal verspielen. Das ist ja nicht schlimm, das kann ich ja wegschneiden. Ne? Dann kannst du ja nochmal neu machen, ne? Oder die Idee nochmal anders weiterspinnen. Ja, genau. Das sind so aber die zwei grundlegenden Herangehensweisen. Entweder lasse ich mich selber von etwas leiten, was ich im Kopf habe, oder ich habe halt eben einen Auftrag oder irgendeine Vision und versuche, die dann halt umzusetzen. Und das meistens sogar tatsächlich erst mit einem Klaviersound oder Ähnlichem oder so einem Streichersound, so einem Pad-Sound, der so ein bisschen länger liegt, so ein bisschen flächig ist, je nachdem, was gewünscht ist oder was ich gerade machen möchte oder darf. Spielst du dann nach Noten oder spontan? Nee, ich spiele ganz frei aus dem Kopf. Wenn ich übe, da sind wir wieder beim Üben, da würde ich auch mal nach Noten spielen oder nach Akkord, nach Leadsheets, nach sonstigen. Aber wenn ich komponiere, nein, das mache ich ganz frei aus dem Kopf direkt auf die Tasten, keine Noten. Es gibt Komponisten, die lieben es vorher, sich, wenn sie im Zug sitzen oder sonstiges, alles aufzuschreiben und das dann umzusetzen. Aber ich bin eher der klassische Tastenspieler. Genau. Wie würdest du das, was du in deinem Business machst, möglicherweise in einem Satz beschreiben? Ich mache Komposition und Sounddesign. Ja, ich mache Komposition und Sounddesign. Das würde ich, genau, so in einem, ja. Das wäre es eigentlich, genau. Und wie bist du überhaupt dazu gekommen und was begeistert dich so sehr davon? Gekommen bin ich dazu, da hole ich jetzt mal ein bisschen aus, wenn ich darf. Gekommen bin ich überhaupt zu Musik durch meine Mutter. Meine Mutter hat früher Klavier gespielt und das ist sehr schön. Und ich habe da als kleiner Junge vor der Tastatur gestanden, vor dem Klavier und habe gedacht, ich möchte auch so schöne Töne da rausholen und nicht einfach irgend so ein Kauderwelsch. Und ja, so bin ich überhaupt erstmal zur Musik gekommen und habe recht schnell entdeckt, dass mir das sehr viel Spaß macht und dass ich auch die Muße habe, mich hinzusetzen und zu üben. Das habe ich dann auch gemacht, nicht so regelmäßig wie manch andere, die dann wunderbar vorgespielt haben. Ich war da so ein bisschen relaxter, habe dann mit 13 in den ersten Bands gespielt, habe dort auch meine Vorliebe für Popmusik entdeckt und bin dann mit 19, 20, als ich dann Musik studiert habe, das erste Mal in einem Tonstudio gelandet. Und zu meiner Zeit ging das gerade so los, dass man viel mit dem Computer gemacht hat und diverse externe Klangerzeuger hatte, die dort über den Computer und der Tastatur, die man vor sich hatte, gesteuert hat. Und ja, und so bin ich in Kontakt gekommen mit diesem Computerprogrammieren und Sounds machen und Sounds hören, Sounds entwickeln und selbst sozusagen ein ganzes Stück schreiben können. Das war bis vorher, wenn man nicht sämtliche Instrumente auch wirklich spielen konnte, noch gar nicht so möglich gewesen in der vorherigen Zeit. Und so bin ich durch dieses Studio, weil wir mit der Band dort aufgenommen haben, mit einer Band, bin ich eigentlich dazu gekommen, einen Schritt weiter zu denken. Nicht nur mein Instrument, sondern auch sämtliche anderen Instrumente in meinen Klangkosmos mit einzubauen. Und
so kam dann auch recht schnell, als ich dann in dem Studio die Produktion unserer Band mitbetreut habe, kam es auch recht schnell, dass der Besitzer des Studios mich fragte, ob ich nicht einen kleinen Auftrag für ein kleines Theaterstück, die brauchten irgendwie zwei Stücke, ob ich das nicht eben mal schnell machen würde wollen. Und er hat mich so richtig ins kalte Wasser geschmissen. Und ja, so bin ich letztendlich dazu gekommen, mich neben dem Bandspiel halt auch studiomäßig und Sounddesign und kompositorisch auszuleben. Ja, und um es zu Ende zu bringen, es war dann schon so, ich habe das dann fertig gemacht, fand das wunderbar und großartig. Und dann kam einen Tag später die Regisseurin ins Studio mit einer Freundin und ich spielte ihr dann meine Komposition vor, wie ich mir das gedacht hatte. Und ich sah in ihrem Blick, sie war etwas schockiert. Und ich weiß es noch, ich bin ein etwas sympathischer Typ. Ich so, was ist denn? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ist das zu laut? Sie hat sich's nicht getraut, es mir wirklich zu sagen, dass sie es richtig schlimm fand, glaube ich. Auf jeden Fall sind wir kurz rausgegangen. Sie schnappte noch ein bisschen nach Luft, aber hat es dann mit Fassung sozusagen auch angenommen. Und das fand ich unglaublich nett von ihr. Sie hätte es mir auch um Ohren hauen können. Sie hat es nicht getan. Sie hat es einfach so mitgenommen. Und ich weiß gar nicht, ob sie dann mit dem Studiobesitzer nochmal gesprochen hat. Aber naja, ich glaube, es war auch so ein Gefallen. Es war so eher so ein bisschen umsonst. Und deswegen konnte sie ihr nichts sagen. Aber das war so mein erster kalter Schubser ins Wasser. Und ich habe mich davon nicht entmutigen lassen. Ich habe halt munter weitergemacht. Und aber das war so meine erste Begegnung und erste Erfahrung, die ich als Job sozusagen im Thema Sounddesign gemacht habe. Und wo bist du heute dann zu Hause? Also für wen machst du Musik? Machst du es für dich selbst oder produzierst für wen anders? Wie können wir uns das vorstellen? Das ist ein bisschen zweigeteilt bei mir. Einerseits bediene ich den Werbebereich. Das heißt, dass ich Sounddesign und Komposition für Werbung mache. Ob das jetzt Fernsehwerbung, Internet oder Radio ist. Das ist so der eine Bereich. Dann bediene ich auf der anderen Seite auch Künstler. Das heißt, ich mache auch Musikproduktion, komplette Songproduktion oder Albumproduktion mit Künstlern oder schreibe halt auch einfach nur mal Songs für Künstler. Das ist ganz unterschiedlich. Und momentan überwiegt eher wieder die Werbegeschichte. Vor 2 Jahren war es ein bisschen mehr wieder die Künstlerrichtung. Das kann man so schwer absehen. Und aber es sind immer Auftragsarbeiten. Dass ich für mich selber was mache, ist leider ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber das ist mein Wunsch, dass ich auch dort wieder vermehrt Zeit finde, das neben halt dem Hauptberuf und Familie auch wieder für mich zu etablieren. Weil da komme ich ja eigentlich auch her und es ist halt einfach auch sehr schön, auf der Bühne mal zu stehen wieder. Das würde ich mir wieder wünschen, ja. Genau. Es gibt ja viel Musik, die momentan auf dem Markt ist. Wie schaffst du, etwas Neues zu erschaffen? Schwierig bei der Begrenzung von 12 Tönen, ja. Also was komplett Neues zu erschaffen in dem Sinne ist ja nie möglich. Ich mache das einfach so. Ich versuche mich erst gar nicht entweder abzugrenzen oder höre nicht so wirklich hin, wie was andere machen. Ich höre auf das, was bei mir im Kopf los ist. Ja? Und das setze ich einfach um und mache es so weit, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt für mich ein sehr guter Status quo. Und dann würde ich erst anfangen oder dann fange ich erst an zu gucken, was denn andere in dem Genre, in dem Bereich machen. Weil die Gefahr ist immer, dass du dich sehr schnell ablenken lässt und intensiv ablenken lässt. Ne? Und gerade als Musiker ist man ja sehr empathisch und empfänglich für viele Dinge. Und dieses viele schnelle Cross-Hören, das kann einen so schnell rausbringen und vom ursprünglichen Gedanken, den man vorher hatte, das kann einen davon sehr ablenken. Ja. Deswegen, vielleicht ist das auch so ein Punkt, dass es so ein bisschen eigenständig macht. Ob das wirklich so ist, das dürfen dann halt auch andere Leute beurteilen. Das kann man ja selber immer sehr schwer. Aber das ist auf jeden Fall so meine Herangehensweise, mich nicht zu weit von rechts und links ablenken zu lassen. Außer es ist, wie gesagt, eine gewünschte Auftragsposition, Produktion, das gibt es natürlich auch, dass die Leute sagen, es muss genau in die Richtung gehen. Dann beschäftige ich mich eine Zeit lang mit der Musik, höre mir die an und dann mit ein bisschen Abstand gehe ich aber selbst wieder ran und versuche das, was ich im Kopf habe, erstmal umzusetzen und versuche es dann etwas in das Gewand zu packen und hoffe, dass ich dadurch eine Uniqueness erhalte. Ja. Wie sehr sind sich deine Kunden über die Emotionen, die Musik aussagen soll, bewusst? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auf die Kunden an. Du hast die Leute, die kommen rein, ja, hier, guck mal, hier ist ein Werbefilm, hier, wunderbar. Wir brauchen da so ein bisschen was das unterstützt und untermalt. Ja, wunderbar.
dann gehen wir mal ins kleine Detail und fangen halt erstmal da an zu analysieren, was braucht der Kunde eigentlich? Oder worum geht es eigentlich? Was ist das für eine Art von Video? Die Leute, die wissen meistens nicht wirklich ganz genau, was sie brauchen. Sie meinen etwas Energetisches, was das halt unterstützt. Oder es ist der eine Fall und es gibt natürlich den anderen Fall, die wissen sehr genau, was sie wollen, haben konkrete Klangbeispiele, ja, die sie dir auch schicken in der Werbung und sagen, pass auf, wir könnten uns was vorstellen in die Richtung, wie Künstler XY oder wie der Künstler, und machen eine sehr detaillierte Beschreibung, was sehr hilfreich sein kann. Und das Nächste, wenn du mit Künstlern arbeitest, kann es auch sein, dass du eine sehr klare Vorstellung haben vom Song, weil die zum Beispiel schon einen Text mitbringen. Ja? Dann hörst du auf den Text und versuchst halt eben die Stimmung des Textes umzusetzen. Ne? Und oder vielleicht ist auch ein Switch drin, dass du den Switch mit beachtest. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber wie gesagt, es gibt diesen ersten Fall, der ist einfach auch klasse. Da muss man mit den Leuten lange reden und diskutieren und viel ausprobieren, bis man dann wirklich zum Punkt kommt. Also sie sind sich oft nicht sicher, wenn es gerade in diesem, sagen wir mal, in diesem Internet-Werbebereich ist. Ne, da gibt es viele Kunden, die kommen. Die Musik wird da auch oft unterschätzt. Ne? Dann sage ich auch gerne immer, okay, dann hören Sie sich mal einen schönen Film ohne die Musik an. Ja? Dann gucken Sie sich mal, was weiß ich, nehmen wir mal Terminator oder irgendwas, gerade Actionfilme. Ja, und dann hören Sie sich nur die Stimmen an und lassen Sie mal die Musik weg. Ja, und auch das Sounddesign, ne? Die Geräusche, wenn... Oder Schwertkämpfe ohne Geräusche, was wäre das? Ne? Dann, ja, oder Star Wars, ne? Ohne das wäre, ne? dann hätte man irgendwie zwei Knüppel in der Hand, ne? Genau. Also deswegen, das ist auf jeden Fall ein langer Prozess, manchmal mit den Leuten auf den Punkt zu kommen. Viel Vorbereitungsgespräche gibt es da auch. Genau. Wenn wir jetzt genau mal bei diesem Bereich bleiben, dass wir Videos haben, wo du dann die Musik dann sozusagen drunter legst. Ist dann erst das Video da oder ist erst deine Musik da, ist ein Konzept da und es wird gleichzeitig erstellt? Wie kann man sich das so vorstellen? Da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen. Am liebsten ist es mir ein Video schon da und es gibt ein Tempo, auf dem der Cutter geschnitten hat. Ne? Also das heißt, ich habe eine gewisse Schnittabfolge in einem gewissen Tempo, wo ich mich ein Stück weit dran anpassen kann. Das ist mir am liebsten. Und dann hat vielleicht auch der Regisseur schon noch eine Vorstellung, ungefähr, was er gerne hätte für ein Soundgewand. Ne? Ob es eher episch sein soll, ob es ein bisschen klassischer sein soll, ob es vielleicht auch sehr modern sein soll. Und das ist eine Herangehensweise. Das andere ist, dass es auch oft so ist, dass ich zum Beispiel Filme bekomme, wo schon eine Musik drunter liegt. Wo der Kunde sagt, oder sagen wir, die Agentur sagt, das hat dem Kunden schon sehr gefallen, mach mal was Ähnliches in die Richtung. Ne? Das ist dann, das hat zwei Seiten. Einerseits ist es für mich einfacher. Das zweite ist allerdings, dass der Kunde sich meistens dann auch schon etwas in das Stück verliebt hat. Das heißt, ich konkurriere dann schon gegen etwas. Deswegen ist es für mich dann eigentlich schöner, wenn der Kunde noch nicht was Fertiges oder was, sagen wir auch, Bekanntes schon gehört hat, weil gerade bekannte Tracks sind natürlich sehr in den Köpfen der Leute dann drin und das lieben die natürlich dann. Ne? Genau. Und es gibt aber auch den Fall, dass zum Beispiel jemand sagt, ich mache demnächst einen Film oder ich habe zum Beispiel eine Dokumentation und es wäre ganz schön, wenn ich schon ein paar Musiken von dir hätte. Das gibt es auch. Ne? Und da gucke ich zum Beispiel in meiner Library, ob ich in meiner Library was finde, was ich den Leuten schon mal anbieten kann. Oder ich würde schon mal ein Thema anlayouten, dass ich sage, okay, meinetwegen, es gibt zwei, drei, zum Beispiel hatte ich mal einen Film, da ging es darum, dass zwei Emotionen, verschiedene Emotionen dargestellt werden mussten. Und ich hatte die Idee, das aber sozusagen einem musikalischen Thema zu machen. Das heißt also, ich habe eine Melodieabfolge sozusagen, so könnte man sich das jetzt beinahe vorstellen, oder Harmonieabfolge mit Melodie, habe ich sozusagen in zwei verschiedenen Gewändern gemacht. Einmal in sehr energetisch positiv und einmal etwas reduzierter, zurückgenommen, verträumter. Ja? Und das liefere ich dann an und dann schneiden die auch dazu. Und ich mache dann zum Beispiel, zum Schluss mache ich dann nochmal den Final Cut sozusagen von der Musik. Genau. Im Post. Stell dir mal vor, es würde jetzt ein Zauberkünstler zu dir kommen und der möchte sich verkaufen mit einem Image-Trailer, sagen wir jetzt mal von zum Beispiel einer Minute Länge. Und bei diesem Trailer zeigt er Zauberkunststücke von sich in einer relativ schnellen Abfolge, also viele Effekte.
Und Zielpublikum ist, sagen wir jetzt mal, zum Beispiel Businesskunden. Also er möchte schon etwas höhere Schichten an Einkommen. Wie würdest du so etwas jetzt so ganz spontan aus dem Bauch heraus untermalen mit der Musik? Erstens mehr Effekte rein oder mehr Musik untermalen, schnell, langsam? Wie könnten wir uns sowas bei dir vorstellen? Also da hätte ich sofort die Idee, es wäre so eine klassische, es wäre auf jeden Fall eine epische, klassische Geschichte. Es hätte ein schnelleres Tempo. Es gibt natürlich pro Effekt oder was er auf der Bühne macht, gibt es Sounddesign natürlich. Das heißt, wenn ein Tuch weggeht, gibt es einen kleinen Wusch, wenn sonstige Effekte kommen. Es gibt eine Einleitung und es gibt, es ist so ein klassischer Kinotrailer. Für mich wäre das jetzt eher ein bisschen Kinotrailer, weil es Businessleute sind. Das heißt, ich würde nicht versuchen, jetzt ein junges Publikum anzusprechen mit zeitgemäßer Musik, sondern eher Kinotrailer, ein bisschen Dramatik, ein bisschen gesetzter. Klassischer Kinotrailer. So stelle ich mir das gerade vor. So würde ich da rangehen. Wie wichtig ist dabei das Ende der Musik? Also ich meine, dass es zum Beispiel ausfaden kann oder nochmal ein Boom kommt. Wie stehst du dazu? Ganz wichtig. Das ist, weil letztendlich lässt du die Leute mit der Schlussemotion im Raum stehen. Ja? Und die letzte, es gibt zwei wichtige Punkte. Das ist der Einstieg, um die Leute zu halten. Und das ist, wie du rausgehst. Ne? Das Rausgehen ist total wichtig. In dem Sinn, wenn die Leute bis zum Schluss durchgehalten haben, wollen sie es nochmal sehen. Ne? Und wenn die Bilder gut waren, muss ich das natürlich musikalisch mit unterstützen. Ne? Und gerade der Ton, der ausklingt, wenn die schwarze Blende kommt, ist total wichtig. Ja. Du hast gerade etwas sehr Spannendes gesagt, wenn sie es bis zum Ende durchgehalten haben. Und zwar gibt es so ein Konzept, also viele Zauberkünstler fahren das gerne. Auf der einen Seite, wenn man auf die Webseite kommt, ein sehr kurzes Video von vielleicht so 1-1,5 Minuten, wo man nur ganz viel Impressionen bekommt und dann, wenn die Leute noch länger auf der Seite bleiben, haben die weiter unten zum Beispiel ein etwas längeres Video von vielleicht so 5-10 Minuten Länge, wo dann wirklich Kunststücke von denen etwas ausführlicher gezeigt sind. Ja. Dabei muss man natürlich sagen, Zauberkunst kommt live nochmal ganz anders an wie bei einem Video. Wie würdest du so ein etwas längeres Video dann untermalen, vielleicht Musik, sodass es trotzdem durchgehend spannend bleibt? 10 Minuten ist eine lange Zeit. Die Frage ist, wie viel Wortbeitrag ist da drin? Das heißt, wie viel spricht der Zauber? Er wird ja viel auch erklären und wird ja auch viel Gestik und so weiter haben oder vielleicht sich jemand aus dem Publikum oder was auch immer. Das kommt dann ja immer auch auf den Zauber, auf das Kunststück an. Highlights setzen. Also nicht durchgehend. Also ich würde schon versuchen, so eine gewisse Spannung zu halten. Aber vielleicht muss nicht die ganze Zeit Musik sein. Vielleicht kann auch mal zwischendurch einfach nur die Sprache sein. Ansonsten flächig, sehr ruhig. Und halt eben natürlich in dem Punkt, wenn der Zaubertrick sozusagen oder einer von den Tricks sich sozusagen dem Ende nähert, schon ein bisschen Spannung mit aufbauen. Letztendlich müsst ihr es euch so vorstellen, die Musik dient immer der Situation. Ja, das heißt, ich kann mit meiner Musik das, was ich sehe, verstärken und muss es auch verstärken. Darum geht es eigentlich. Ne? Das ist die Hauptaufgabe. Deswegen ist es pauschal schwer zu sagen. Ich mache gerade aus dem Bauch raus, was mir gerade einfällt oder weil ich ja schon Bilder im Kopf habe, weil ich mir schon vorstelle, wie das so ungefähr aussehen könnte. Aber das hängt wirklich dann von den Bildern ab. Ne? Das ist situativ. Ne? Und das ist echt einer der wichtigsten Sätze, die Musik dient und verstärkt. Ne? Bei allem das, was Bild ist, ist die Musik Unterstützung und Emotionsverstärker und Träger natürlich auch, Mitträger. Ne? Und das darf halt eben nicht dagegen laufen. Ne? Das ist ganz wichtig. Und manchmal ist ja auch stille Spannung. Ne? Weniger ist mehr. Ich habe mal, das ist eine uralte Anekdote, da war ich in Porto, da war ich 17, das ist ewig her. Da habe ich mit so einem Jazz-Gitarristen da abends am Ufer gesessen. Ich hatte meine Gitarre mit. Da saßen wir da und ich konnte jetzt rudimentär Gitarre spielen. Ich war 17 und klar, ich konnte ein paar Akkorde und alles wunderbar, ein bisschen Tapping und so weiter. Und er saß da, ich weiß nicht, der war 45, Zottelhaare, was nicht alles, so ein Aussteiger und daddelte da einen Jazz runter vom Feinsten, dass ich dachte, so, jetzt war es so. Er hat mir Akkordgriffe gezeigt, worauf ich sehr stolz war und habe die dann gespielt und er hat dazu soliert, ja, wie das so ein klassischer Jazz-Gitarrist so tut. Und dann sagte er, jetzt tauschen wir. Dann spielte er die Akkorde und ich solierte. Und ich konnte jetzt gar nicht so viel solieren und hatte halt eben nicht viel zu spielen. Und danach sagte er zu mir, das fand ich großartig, das werde ich nie vergessen, das hast du super gemacht. Meistens ist weniger mehr.
Und das fand ich so geil. Diesen Satz habe ich mir auch immer gemerkt, auch in kompositorischen Ansätzen. Weniger ist oft mehr. Lieber über den Tasten spielen, als mit den Tasten nicht zu viel machen. Und das gilt auch für mich in vielen kompositorischen Ansätzen. Da ist weniger oft mehr. Weil man neigt auch dazu, wenn man ja selber ganz viel machen kann und Sounds hinzufügen und hier noch und hier noch und hier noch, ist auch dann irgendwann zu überladen. Da muss man sich selbst auch ab und zu mal bremsen. Wie schaffst du das? Weil ich schätze mal nicht, sondern du zeigst es uns ja, wie begeistert du von der Thematik Musik grundsätzlich bist. Du strahlst ja richtig daraus. Wie schaffst du es dann trotzdem, da weniger zu machen? Wie kannst du dich da bremsen? Indem ich auf die Uhr gucke und denke, mein Gott, jetzt hast du da 6 Stunden lang gesessen, jetzt reicht's aber mal, jetzt machst du mal Feierabend. Also ganz pragmatisch. Nein, das ist jetzt ein bisschen Spaß. Nein, wenn du merkst zum Beispiel, wenn du was hinzufügst und denkst dir, das brauche ich gar nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Irgendwann kommt so der Punkt, ich brauche es noch. Und wenn ich mich das erste Mal frage, dann ist der Punkt auch schon die Frage, reicht das nicht schon? Na, und dann kann es sein, dass ich noch ein kleines Tüpfelchen irgendwo draufsetze oder nicht, aber da weiß ich schon, okay, jetzt mach mal langsam Handbremse. Ne? So. Ne? Wenn wir jetzt mal zum Thema Zauberkünstler nehmen bei Live-Veranstaltungen Musik. Wie stehst du dazu? Sollte sich ein Zauberkünstler seine eigene Musik entwickeln lassen oder produzieren lassen, zum Beispiel von dir? Wenn wir sagen, jetzt mal Zauberkünstler nehmen, der lebt davon, also ist nicht ein Hobby-Zauberkünstler, sondern er lebt davon, hat so, sagen wir es mal, eine halb- bis dreiviertelstündige Bühnenshow, tritt damit, sagen wir es mal, bei Hochzeiten und bei Firmen-Events auf. Sollte der dann eher seine eigene Musik nehmen oder irgendwas Bekanntes nehmen, weil die Leute es ja eh kennen und deswegen mitfiebern können? Da habe ich eine klare Meinung zu, und zwar, Musik ist auch CI. Das heißt, wenn jemand eine eigenständige Musik hat, muss die natürlich erstmal zu ihm passen und so weiter und so fort und zu dem, was er tut. Aber es ist natürlich für sich sein eigenes Alleinstellungsmerkmal. Es ist seine eigene Musik. Es klingt eigen und es wird ihn natürlich dementsprechend auch unterstützen. Was ich ja eben schon sagte, Musik unterstützt und soll halt eben auch dienen. Und das soll in dem Fall ihm auch dienen, sozusagen die richtige Musik, sozusagen die passende Musik ihm zu schneidern, die ihm und seiner Show am besten steht. Das Zweite ist, wenn du bekannte Musik nimmst, kann es den Zuhörer ablenken, weil der Zuhörer nämlich in ein gewohntes emotionales Gewand gesteckt wird, was er aus einem ganz anderen Kontext kennt. Und das kann natürlich auch die Aufmerksamkeit wegnehmen. Zum Beispiel ein Fan, der einen Song hört, was weiß ich, von irgendeinem Kino, von irgendeiner berühmten Kinomusik oder sonstiges, der wird sich plötzlich in dem Film wiedersehen und wiederfinden und nicht in der Zaubershow. Ja, das ist eine Gefahr, will ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall die Möglichkeit, dass du Zuhörer damit eher ablenkst und nicht auf dich fokussierst. Und der letzte Punkt ist natürlich, dass man mit einer selbstkomponierten Musik viel genauer und zielgerichteter auf die einzelnen Aktionen gehen kann. Während du bei einer bekannten oder sonstigen Musik dir irgendwas zusammenschneiden musst aus der Musik, was meistens nicht 100% befriedigend ist. Also wenn so ein Zauberabschnitt sehr getimed ist, dann kann man natürlich die Musik genauso getimed anlegen. Ist das auch so, dass bei bekannten Musikstücken nicht alle das Musikstück positiv im Kopf verbinden? Das ist auch richtig, genau. Es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand eine unglaublich negative Erfahrung gemacht hat, als er Titanic gesehen hat. Ja, und jetzt ganz blöd gesagt, in der schönen Szene, wo Celine Dion trällert und alle anderen sind emotional berührt und schmelzen dahin und der denkt sich, oh mein Gott, da habe ich meine Freundin verlassen, what the fuck, und ist tot, traurig und betrübt. Genau, natürlich, das ist ja konnotiert. Ne? Das kommt immer darauf an, was für eine Erfahrung du mit einem bestimmten Musikstück hast, ne? Oder in welchem Kontext ist es in deinem Leben, womit du es verbindest, ne? Es ist ja eine Verbindung, die du da herstellst. Das ist völlig richtig, ja. Dann lass jetzt mal in genau dieses Beispiel reingehen. Ein Zauberkünstler möchte diese vollkommene Professionalität haben und eine eigene Musik für seine Show haben. Stell dir vor, dieser Zauberkünstler kommt zu dir, sagt so, halbe Stunde Zaubershow habe ich, das sind meine Leute, die möchte ich erreichen. Wie würdest du dann darauf eingehen, dass dieser Zauberkünstler eine Musik hat, die sein Wirken auf der Bühne unterstützt, aber nicht die Hauptmusik ist? Also da kommt noch eine Stimme drüber. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also dass sozusagen er mit seiner Stimme im Vordergrund, in dem Fokus bleibt. Ganz genau. Also es geht mehr darum, dass die Musik trägt, so wie du es eben genau, schön richtig gesagt hast. Genau.
Genau. Also erstmal ist es ja immer situativ. Ja? Wenn der Zauberer reinkommt, gibt es natürlich eine Eröffnungsmusik, ist ja ganz klar. Das ist erstmal Fanfare oder wie auch immer oder was man sich vorstellt oder Groove oder je nachdem wie jung, wie alt und in welchem Kontext und was er tut. Ja? Ob er den Hasen rauszaubert oder ob er jetzt die BHs der Frauen wegzieht. Ja? Ich meine, wegzaubert. Ich stelle mir gerade, das ist meine Vorstellung, mein Kopf. Liebe Zauberer, seht es mir nach. Ich bin Musiker. Ja? Vielleicht mit dem BH hat das noch keiner gemacht. Das wäre mal richtig geil. Ey. Ich weiß es nicht. Naja, aber das ist halt eben situativ. Das heißt erstmal eine große Eröffnung natürlich, logischerweise, wenn er auf die Bühne kommt. Und dann situativ pro, er wird ja erstmal eine Einleitung machen. Da würde ich erstmal keine Musik sehen. Wenn er die Leute begrüßt, da brauche ich erstmal keine Musik. Dann pro Show-Aspekt kommt Musik. Ja, pro Zaubertrick kommt Musik. Oder pro, genau, oder wenn Spannung aufgebaut werden muss an einer bestimmten Stelle, brauchen wir Musik. Und natürlich auch immer, wenn ein Zaubertrick vorbei ist, brauchst du Musik, um sozusagen die Emotionen danach, das Strahlen des Zauberers oder die Verblüffung des Zuschauers oder des Mitspielers in dem Augenblick zu unterstützen und zu untermalen. Ne? Weil das sind ja diese schönen Augenblicke, gerade in so einer Zaubershow, ne? Wenn die Leute da sitzen, wie hat er das gemacht? Ja, genau diese Aspekte, dass man die versucht halt einfach zu führen, dass man die mit der Musik verstärkt und unterstützt. Ich weiß nicht, ob das die Frage jetzt genau. Viele Zauberkünstler sagen, sie wollen ausschließlich nur mit Sprache sein, ja, ihr Publikum erreichen. Was würdest du diesen Zauberkünstlern sagen? Ja, macht ihr mal? Oder würdest du denen sagen, nee, es geht wirklich mit Musik, kann man alles noch verbessern? Wie stehst du zu dieser Thematik? Da kann ich ja nur zu sagen, wenn jemand für sich rausgefunden hat, dass seine Shows mit ihrer Stimme alleine am besten funktionieren. Ich muss niemanden vom Gegenteil überzeugen. Wenn er bereit ist, das zu tun und die Bereitschaft da ist, mache ich das sehr gerne, natürlich. Das ist dann ja, und dann würde ich auch sagen, jeder Versuch macht dann ja auch klug. Jeder Versuch macht klug. Aber ich würde niemanden wenn jemand felsenfest von seiner Show überzeugt ist, macht es keinen Sinn, jemanden da in ein anderes Gewässer zu lotsen. Das würde ich nicht machen. Dann anders gefragt, also ein Zauberkünstler ist jetzt auf der Bühne sehr erfolgreich mit seiner normalen Show, aber ausschließlich nur mit Sprache. Von mir aus auch über Headset, also auch bei mehreren hundert Leuten und so, es wird er gut erreicht. Aber sagte bisher so, nee, ich möchte jetzt keine Musik dabei haben, weil dann bräuchte ich noch einen Techniker oder müsste selbst das irgendwie mit dem ganzen Musik einspielen und sowas machen, ist mir zu aufwendig. Wenn ein Zauberkünstler sozusagen so das Mindset vielleicht hat, vielleicht könnte Musik noch was mehr bewirken, aber ist mir zu aufwendig. Was würdest du dem sagen? Was ich sagen würde, schick mir gerne ein Video und ich mache eine Musik dazu und dann probieren wir das aus, wie das dann, und dann zeigen wir das unabhängig irgendwelchen Leuten und dann gucken wir mal, wie das so wird. Klar, es ist nur ein Video, ne? Aber es wäre auf jeden Fall die Möglichkeit, erstmal auszuprobieren oder für ihn vielleicht auch auszuloten, das ist ja vielleicht doch gar nicht schlecht, und dann AB hören, ne? Einfach mal ohne Musik und einmal mit Musik. Ne? Das ist gerade einfach so der erste Gedanke, der mal in den Kopf kommt. Ne? Ja. Wie schaffst du es, dass sich deine Musik in den Köpfen einbrennt? Man kennt das ja zum Beispiel bei einer Werbung oder so. Man hört die Musik und denkt sofort an dieses Firmenlogo oder an die Firma. Wie schaffst du das bei deiner Musik oder willst du das überhaupt? Natürlich, wer will das nicht? Wer will nicht in den Köpfen seiner Zuschauer bleiben? Das will jeder Zauberer auch. Ne? Das ist ja logisch. Erstmal ist es natürlich in der Werbung die Macht der Wiederholung. Machen wir uns nichts vor. Ne? Wenn du etwas lang genug und oft genug gehört hast, dann weißt du ganz genau, was ist. Das ist ein Branding. Ne? Das wird ja Branding in dem Sinne eingebrannt. Ne? So. Das Zweite ist, gerade wenn es darum geht, etwas ganz Eingängiges zu schaffen, brauchst du einfach nur eine eingängige Melodie, die wirklich einfach ist. Keep it simple. Und dann in einem schönen Gewand gepackt. Ne? Dann schaffst du es auch recht schnell. Ich meine, gucken wir uns die Popmusik an. Die ist sehr verkommen in den letzten, wenn ich es mal so sagen darf, letzten 20 Jahren in dem Sinne, als dass sie immer reduzierter geworden ist. Wenn wir vor 20, 30 Jahren uns Popstücke anhören, die hatten unglaublich viele Akkorde, Parts, sonst ist, die könnten 5 Minuten gehen. Es gab Schallplatten, die hatten nur, was weiß ich, pro Seite 3 Songs, weil der eine 8 Minuten ging.
das war Popmusik und heute hast du Hitlänge 2, also ich meine im Radio werden hin und noch 2,20 maximal gespielt und die Songs sind auf 3,30 zusammengestutzt, ne, mit einer Akkordfolge manchmal, vier Chords, ne, also vier Akkorde. Deswegen, und das gilt halt in der Werbung auch, das ist, darum geht es eigentlich, weil ich meine, man muss ja auch sagen, die Konkurrenz ist so groß geworden, weil so viele Stücke gespielt werden, es gibt so viele Radiosender, als ich groß geworden bin, da gab es noch kein 1 Live, da, naja, egal, da haben wir mit einem Kassettenrekorder einmal in der Woche die amerikanischen Charts gehört und haben die mit Kassette aufgenommen, haben uns die Songs angehört. Also ne, das hat sich halt, nur um die Dimension mal zu sagen, es hat sich halt sehr verändert und es ist eine große Konkurrenz. Deswegen natürlich auch der Druck, es immer einfacher zu halten und die Melodien und die Akkorde alles so einfach zu halten und mit Wiedererkennung natürlich, aber dass es nicht zu viel ausufert. Ne? Das ist, glaube ich, einfach des Überangebots geschuldet, dass die Songs nicht mehr so lang sind. Aber ich habe jetzt ausgeholt, aber um es zu sagen, einfach einfache Melodien halten, in einem guten Soundgewand packen und manchmal irgendwas, vielleicht auch ein kleines Tüpfelchen Besonderes machen, was jemand anderes noch nicht gemacht hat. Das ist auch immer so ein kleines Geheimnis, wenn man das denn findet. Das ist nämlich auch nicht so einfach und das macht es meistens auch aus, auch gerade in der Popmusik. Würdest du das, was du gerade eben gesagt hast, auch für Zaubershows empfehlen? Also für die Musik, für Zaubershows? Natürlich, wer möchte nicht eine ganz klare, einfache Melodie haben, die sofort wiedererkannt wird, wo jeder sofort weiß, hey, das bin ich. Nur, das ist ein anderer Kontext. Ich konkurriere in der Zaubershow nicht mit tausend anderen Radiosender oder bei Spotify, wo ich den nächsten Song anwähle oder sonstiges, sondern ich habe ja Zeit und ich darf die Zeit nutzen. Ich muss nicht jetzt in aller Schnelligkeit und Kürze hier einen Stempel aufdrücken, sondern ich habe Zeit, den Leuten meine Melodie, und das ist ja das Schöne, wenn es eine halbe, dreiviertel Stunde geht, meine Musik sozusagen so ins Hirn zu brennen in der halben, dreiviertel Stunde, dass die damit rausgehen und meinetwegen, wenn sie rausgehen, noch ein kleines Melodiechen davon pfeifen oder so. Also deswegen, da bin ich jetzt nicht so auf diese... Da muss ich nicht in kürzester Zeit alles reinlegen und das super einfach oder sonstig halten. Da habe ich ja Zeit. Das ist der schöne Punkt dabei. Ne? Aber natürlich, eine einfache, klare Melodie, wie gesagt, wo man am Schluss mit rausgeht und die pfeifen kann, das würde, glaube ich, sich jeder wünschen. Lass mal zu zwei Musikalben von dir kommen, die du produziert oder auch geschrieben hast, und zwar zum Thema Meditationsmusik. Die sind unglaublich gut, also jeder von euch Zuhörern müsst unbedingt euch die mal auf jeden Fall anhören, sind richtig gut. Ich nehme die sehr gerne um, wenn ich irgendwelche Projekte oder sowas habe, wo ich gerade einfach vollen Fokus drauf brauche, dann habe ich die sehr gerne bei mir auf den Ohren. Wie sieht das? Ist wirklich unglaublich gut. Also ich habe schon vieles mir angehört von Meditationsmusik, aber die höre ich momentan super gerne. Wie sieht das bei dir aus? Wenn wir jetzt gerade über Popmusik gesprochen haben, wie gehst du dann dabei da dran? Weil die Stücke sind ja manchmal auch richtig lang. Also was ist so dein Fokus, deine Herangehensweise bei Meditationsmusik und Musik, die halt eben andere Menschen irgendwie zur Ruhe bringt, aber trotzdem produktiv auch sein lässt? Die Herangehensweise da ist einfach, ich bringe mich selber erstmal in einen meditativen Zustand. Das heißt, ich gehe, um es ganz banal zu sagen, ich gehe, was heißt banal, das ist alles andere als banal, aber ich gehe wirklich für mich selbst in meine Eigenliebe. Ne? Für jeden, der das kann, ich übe da auch immer dran. Und ich gehe dann meine Eigenliebe und fange an, mich hinzusetzen. Und was ich spüre, in dem Augenblick versuche ich dann halt wirklich umzusetzen. Das heißt also erstmal ganz reduziert in einem meditativen, ruhigen Zustand, runtergefahren, erstmal nur ein paar Akkorde hören und liegen lassen, Zeit haben. Und das ist auch das A und O bei Musik machen, sich in den Zustand versetzen, um den es eigentlich geht. Ne? Also was habe ich für einen Künstler? Bin ich zum Beispiel bei einer Metalband? Ich muss aggro sein, da muss ich alles kurz und kurz und klein kloppen. Nee, ich habe auch schon ein paar Songs für sowas mal gemacht, aber das ist das A und O. Ich muss mich in die Stimmung versetzen können und dafür brauche ich Empathie. Und das ist genau das, was ich bei den Meditationsmusiken auch mache. Ich versetze mich halt in diesen ruhigen meditativen Zustand und lasse laufen. Und gerade bei den Meditationsmusiken, die du ansprichst, hatte ich die Idee, dass während den Musiken, wenn die jetzt 5 oder 10 Minuten lang sind, halt eben auch eine Dynamik ist, dass du sozusagen einen Berg hast. Ein Berg und wieder ein Tal und vielleicht noch einen Berg hinten raus. Und das
das habe ich halt eben dann über verschiedene Instrumentierungen gewährleistet, weil manchmal willst du es auch nicht, manchmal hast du nur, sagen wir mal, 10 Minuten wirklich eine ganz ruhige Fläche, aber in dem Fall war es so, dass eine Dynamik aufgebaut werden soll. Und dann denke ich auch dann in dem Sinne wirklich in dieser meditativen Stimmung heroisch und denke mir, boah, was würde mich denn jetzt, wo würde ich mir jetzt vorstellen, ich bin König so und so oder ich sprühe sozusagen in dem Augenblick vor Emotionen, Eigenliebe, was auch immer. Und was würde ich dann empfinden? Und so eine Emotion kann ja auch stark sein, auch gerade so eine Liebe kann ja immer stärker werden. Und wie kann ich das unterstützen? Mit welchen Instrumenten kann ich das noch unterstützen? Wie sind es Streicher oder kommen da Trommeln noch rein, die Pauken oder irgendwelche weitere afrikanische Percussion, die das unterstützen, Gesänge oder sonstiges? Und so gehe ich dann da dran. Wie gesagt, erstens Stimmung, zweitens die Überlegung, Dynamik, ja, wenn, dann wie. Und genau, das ist eigentlich mein Rezept, wie ich das letztendlich aufbaue. Und dann auch immer wieder das Ding, wie komme ich jetzt letztendlich zum Ende? Und manchmal muss ich auch sagen, entsteht spontan. Auch das Ende entsteht spontan. Da stelle ich fest, ich kann was von dem Teil davor, kann ich jetzt wunderbar hinten anfügen. Oh, das ist großartig. Ne, manchmal entsteht sowas auch wirklich im Fluss und im, ich sag mal jetzt ganz blöd, Baukastensystem. Ne? Weil manchmal, du spielst was ein und hörst es dir an, machst ein zweites Instrument dazu, dann hörst du mal zurück, oh, das ist super, dann kann ich das nach vorne setzen und hab da wieder einen neuen Part und bastel sozusagen so auch eine Dynamik zusammen. Das gibt's auch. Das heißt, du hast für dich sozusagen die Musik in dir drin, also du bist die Musik sozusagen und auf der anderen Seite bringst du dich dann in diesen Zustand und entwickelst dann dadurch intuitiv genau das, was du gerade meintest. Kann man das so zusammenfassen? Ich versetze mich in den Zustand und lasse diesen Zustand Musik werden. Okay. Ne? So rum müsste man es erklären. Also natürlich mit dem allen, was ich als Musiker in meinem Leben gelernt habe. Ich bediene mich dann halt meines kreativen Outputs, ne? Aber ich lasse den Moment sozusagen mit meinen Hilfsmitteln Musik werden. Dann bin ich sehr gespannt, wie du das bei der nächsten Richtung sagst, weil du hast auch drei sehr gute Alben zum Thema Motivation und ja, voll in so sein Ding zu kommen. Mhm. Wie hast du das gemacht? Weil da konntest du ja nicht runterfahren, sondern hast du dich dann begeistert gemacht? Wie kann man sich so deinen Zustand dabei bei der Entwicklung vorstellen? Der Vorteil für mich war, dass ich die Seminare ja kenne, wofür diese Musik, diese Motivationsmusik gebraucht wurde. Es ist auch über die Jahre entstanden, muss man dazu sagen, aber das dritte ist sehr energetisch geworden. Aufgrund auch der Ausrichtung der mehr elektronischen Musik. Ich versetze mich in den Zustand, hey, was macht mich denn, wie bin ich euphorisch? Was ist denn da, was passiert auf so einem Seminar? Oder was passiert da mit mir? Und da versetze ich mich genau wiederum auch in diese Stimmung und versuche diese dann halt auch wiederum auf die Tasten zu bringen oder in den Computer zu bringen. Also das ist für mich kein Unterschied, ob ich mich jetzt runterfahre meditativ oder ob ich mich hochpushe und in einem energetischen Hochzustand bin. Es kommt eine andere Musik raus, aber letztendlich ist die Art und Weise des Rangehens das Gleiche. Ne? Es ist, wie soll ich es anders beschreiben? Aber das, ich weiß nicht, ob das klar rüberkommt. Das definitiv. Ja, genau. Und dann gucke ich halt eben, was für eine Musikrichtung ist denn eigentlich richtig energetisch oder was ist momentan richtig energetisch? Da ging es dann auch ein bisschen um Zielgruppe. Was macht denn jetzt der 20-Jährige, wenn er energetisch abgeht? Was macht denn der 30-Jährige, wenn er energetisch abgeht? Und das ist natürlich dann auch ein ausschlaggebender Punkt für Sound gewandt. Ne? Das kommt halt ja auch noch dazu. Ne? Im Unterschied zur Meditation. Meditation ist ruhig, teppich, flächig energetisch kann ja in vielen Formen sein. Wie der Metal, was ich vorhin ja schon mal sagte, kann ja auch energetisch sein. Ist dann meistens aber aggressiv. Es geht ja auch darum, manche Songs zu machen, die auch positiv energetisch sind, stark energetisch und nicht unbedingt Aggressivität ausstrahlen. Ne? Muss ja nicht unbedingt immer sein. Bei der gerade angesprochenen Musik, da ist auch Text mit dabei, also es wird auch gesungen. Machst du das selbst oder lässt du das singen? Ich teilweise, ich lasse mal singen. Bei zwei Songs habe ich selber auch gesungen und bei den anderen Songs lasse ich singen. Ja, genau. Ich hole mir Hilfe. Ne? Also ich habe ein Team von Leuten, die einerseits mich unterstützen, auch im Songwriting,
Und ich habe auch zwei, drei Leute, die ich gerne als Sänger auch mal nehme. Oder mich auch textlich unterstützen lasse. Mache ich auch sehr gerne. Du hast vorhin die Zielgruppen angesprochen. Wie schaffst du es, mehrere Zielgruppen zu vereinen? Also zum Beispiel Menschen in einem verschiedenen Alter? Das ist schwierig. Das ist vielleicht auch manchmal gar nicht möglich. Ich weiß, wenn das klappt, freue ich mich natürlich. Ich glaube, es kommt darauf an, was die Leute dahinter sehen. Ne? Was die Leute mit der Musik, in der Musik sehen. Ich glaube, das ist nicht, weil ich mich da hinsetze und sage, so, das muss jetzt hier für den 20-Jährigen, aber auch für den 80-Jährigen passen. Weil 80 wird, der wird das eh nicht hören, der würde das als Krach empfinden. Aber ich glaube, das Geheimnis ist halt einfach nicht zu oder ein bisschen mainstreamig zu bleiben, so ein bisschen das Radio im Hinterkopf noch zu haben und nicht zu sehr in Sparten abzurutschen. Ne? Also, dass der Big Room House nicht zu sehr abgeht, dass du das, was weiß ich, die Akkordfolgen nicht zu düster werden, dass die Sounds nicht zu aggressiv sind in diesem Elektrobereich. Da gibt es ja unglaublich krasses Zeug auch. Das ist so eigentlich. Und das Zweite ist, was ich auch versuche, immer Harmonien zu finden, die Emotionen, ich sag mal in Anführungsstrichen, ja, die Emotionen oder Bilder, die auch dich auch kreieren lassen können. Weil gerade bei so Elektrosachen kann es sein, dass es sehr monoton ist. Du hast sozusagen nur eine tonale Grundlage, die sich über, was weiß ich, 3-4 Minuten aufbaut, was sehr monoton sein kann. Ich versuche immer ein Akkordgewand noch mit einzuflechten, was das Ganze so ein bisschen Radio ist eigentlich ein ganz böses Wort, aber ich benutze es jetzt hier einfach mal, was ist so ein bisschen radiotauglicher und damit den Hörgewohnheiten der breiteren Masse, dem Mainstream, gefälliger macht. Ja. Du bist unter anderem auch auf den eben angesprochenen Seminaren mit aktiv dabei, indem du selbst für die Musik verantwortlich bist. Wie kann man sich das vorstellen? Also dabei, bei den Seminaren geht es darum, um Stimmung unter anderem zu machen. Manchmal ist ein bisschen was Meditatives mit dabei. Mhm. Wie sieht das mit der Musik aus? Ist die im Vorfeld geplant, dann kommt die entsprechende Musik oder machst du das so intuitiv? Wie kann man sich das bei dir vorstellen? Das ist teils. Und zwar der Ben Panther und ich, wir teilen das auf den Seminaren. Wir haben im Vorfeld eine Liste von sozusagen Songs, die gespielt werden könnten oder die sozusagen mit dem Live-Coach abgestimmt sind und besprochen sind im Vorfeld, was wo kommt. Es gibt aber auch viele Situationen, kommt ganz auf die Seminare an, wo wir on the fly reagieren müssen, weil wir nicht wissen, was gerade kommt und pro Situation entscheiden, was für Musik wir nehmen. Und das sind übrigens auch die schönsten Momente, wenn du zum Beispiel bei Coachings, wenn Coachings stattfinden, einfach eine passende Musik findest, die gerade die Situation unglaublich beschreibt, weil es sehr emotional in dem Augenblick ist, wo auch Tränen fließen und du dann einen Song hast, der das so unterstützt, dass alle im Raum Gänsehaut haben. Das ist für uns dann auch der absolute Highlight, ne? Dass wir dann eben die passende Musik gefunden haben, weil wir selber da ja auch stehen mit der Gänsehaut. Ne? Das ist dann schon ein absoluter Highlight. Und genauso gut, auch wenn spontan Meditationen kommen, dass wir dann entscheiden, was ist eigentlich in der Meditation jetzt? Und vielleicht auch nochmal während der Meditation switchen in eine andere Musik rein und gucken, was kann das in dem Augenblick besser unterstützen. Aber wir haben das ja auch schon oft gemacht und insofern wissen wir auch ungefähr und können das schon ein bisschen einschätzen, was als nächstes kommt oder was er meint. Ne? Das ist, da haben wir auch schon oft ins Klo gegriffen und daneben gegriffen. Ja, also, das ist einfach viel Routine, viel Üben dabei, ne? die uns das ermöglicht, auch die passende Auswahl zu treffen. Musst du dafür voll so in deinem Element sein und ausschließlich bist du nur mit dem Fokus dann auf die Musik oder kannst du auch was von so einem Seminar oder wenn es auch andere Veranstaltungen sind, von anderen Veranstaltungen etwas mitnehmen? Nein, ich kann auch was mitnehmen. Es ist bei solchen Veranstaltungen so, dass du natürlich die ganze Zeit auf 100% Fokus auf die Veranstaltung bist. Also es ist nicht nur Musik, sondern es ist die gesamte Veranstaltung, weil du ja nie genau weißt, wann was kommt. Also klar, es gibt eine Abfolge, aber es kann erstens in der Abfolge springen und zweitens
weißt du ja nicht genau, wann jetzt der nächste Einsatz kommt. Manchmal gibt es dann schon so Hinweise, dass du weißt, ah, okay, jetzt könnte ich mir vorstellen, jetzt geht's gleich los. Also bin ich jetzt mal besonders aufmerksam, weil gleich wird die und die Musik abgefahren. Regler am Pult schon mal vorbereiten oder es gibt ein Interview, das heißt, du musst schon am Pult wieder sein. Deswegen, du musst die ganze Zeit eigentlich voll fokussiert auf der Veranstaltung sein. Und das ist ja nicht nur Ton und Musik, sondern auch Licht und alles drumherum. Wir tragen ja sozusagen das komplette Gewand. Ne? Es gibt den Künstler, der vorne auf der Bühne steht. Wir sind aber diejenigen, die die Emotionen sozusagen unterstützen und untermalen. Genau wie mit der Musik, auch mit dem Licht und so weiter und so fort. Deswegen bist du die ganze Zeit 100% in der Gesamtveranstaltung. Wie wirkt es jetzt auf die Teilnehmer? Das ist auch das Credo. So, wie wirkt es auf die Teilnehmer? Wie kann ich die Emotion für die Teilnehmer noch besser machen? Wie kann ich das Licht besser machen? Wie kann ich noch für mehr Ruhe sorgen? Wie kann ich es kühler machen? Wie kann ich emotional den Moment jetzt mit Musik besser unterstützen? Wie kann ich die Stimme in dem Augenblick verändern, dass es irgendwie noch eindringlicher wird mit irgendwelchen Effekten oder sonstiges? Also es gibt vielfältige Möglichkeiten für uns, wie wir sozusagen Stimmung weiter verändern und erzeugen können. Oder unterstützen können. Und in halt eben sämtlichen Gewerken, die wir da haben. Deswegen, der Fokus ist immer sozusagen von der Sicht des Zuschauers oder Teilnehmers, ne? Weil der wird ja sozusagen beeindruckt oder bezaubert. Wie beschallt ihr den Raum, dass selbst die Person, die in der letzten Reihe sitzt, die Emotion von vorne mitbekommt? Das kommt immer ganz auf die Location an. Bei manchen Locations haben wir die Leylines hängen. Das heißt also, wenn es zum Beispiel ein sehr, ich sag mal, schlauchiger Saal ist, dann hast du ab der Hälfte ungefähr haben wir nochmal die Leylines hängen mit Boxen. Bei manchen ist es so, dass die Anlage so ausgerichtet ist, dass die obersten Boxen, die im Line Array hängen, bis zur letzten Reihe strahlen und auch nur darauf strahlen in die letzten Reihen und dementsprechend auch ausgepegelt sind. Das wird vorher beim Soundcheck mit dem System eingestellt, dass wirklich der ganze Saal dementsprechend so optimal es geht halt eben ausgestrahlt wird und bestrahlt wird, also vom Sound her. Natürlich, wenn du, ganz ehrlich, wenn du hinten ganz rechts in der Ecke sitzt, dann bist du selber schuld. Also, wer sich da hinsetzt, der braucht sich nicht wundern, wenn er jetzt nicht ganz so die Mega-Emotionen mitkriegt, ja, wer da sitzt, ne, das ist ja klar, das ist ja genau wie bei den Konzerten, die meisten, die gehen nach vorne, die wollen halt, oder in der Mitte ist es auch immer sehr gut, ne, dann hast du halt da den optimalen Sound. Es ist physikalisch halt einfach nicht wirklich möglich, alles 100% gleich zu machen, deswegen auch gerade mit den Besten ist es immer ein bisschen, wenn du hinten in der Ecke bist, dann hast du halt Reflexion von der Wand, aber wir versuchen das schon so optimal wie möglich zu gestalten, dass jeder da auf jeden Fall in seinen Genuss kommt. Aber wie gesagt, es gibt halt physikalische Grenzen, die wir leider noch nicht ändern können. Kommt noch. Genau, wir arbeiten dran. Genau. Lieber Michael, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider schon zum Schlusssport kommen. Wir haben allerdings noch ein paar Fragen vorbereitet, die würde ich bitten, ganz kurz und einmal knapp zu beantworten. Und zwar, aus was von deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business für dich mitnehmen? Sämtliche Niederlagen. Also da, wo ich richtig auf die Fresse gefallen bin, da habe ich am meisten, oder da kann ich sagen, habe ich am meisten gelernt, weil du lernst dadurch auch Demut. Du bist dann auch dankbar, wenn du mal einen kleinen Auftrag hast und nicht nur die großen Fische zum Beispiel. Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen? Na, meine natürlich, www.musikbetrieb.com. Nein, aber das ist sehr schwierig, weil letztendlich hat ja jeder seinen eigenen Geschmack bei Musik. Das ist sehr schwer, da irgendjemand eine Empfehlung zu machen. Das wäre schwierig, ja. Ansonsten würde ich mich jetzt in Fachliteratur, weil es ist ja ein ganz weiter Bereich. Das fängt ja an von, ich schweife ab, ich merke schon, aber das ist ja einmal Tonmischung, Komposition, Sounddesign und Mastering und so. Das sind ja ganz viele verschiedene Bereiche, wo ich unglaublich viel gelernt habe und das sehr schwer wäre, jetzt da eine Entscheidung zu treffen. Es gibt ein Buch, was ich gerade angefangen habe, es ist uralt von Behrendt, das heißt Das dritte Ohr. Und es geht darum, dass das Ohr wesentlich wichtiger ist als die Dominanz des Auges. Habe ich gerade aber erst angefangen. Sehr spannend. Aber ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann. Ich habe es erst angefangen, aber wer jetzt interessiert, hey, bitte. Lest es. Es ist schon alt, aber sehr guter Einstieg schon mal. Ja. Werden wir auf jeden Fall verlinken, genauso wie auch deine Webseite und auch die Links zu deinen entsprechenden CDs, die wir alle eben dann angerissen haben, sodass alle Zuhörer, die da auf jeden Fall mal reinhören wollen oder vielleicht auch kaufen wollen, dementsprechend rübergefunden werden. Dankeschön.
Auf der anderen Seite, stell dir mal vor, du könntest ein sehr großes Plakat auf einem ich fange nochmal neu an. Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du wollen, dass sie da drauf steht, wovon jeder erfahren soll? Mit Musik alles besser machen. Das ist das Motto von mir und meiner Website. Das ist auch meine Mission. Ich möchte mit Musik alles besser machen und verbessern und unterstützen. Und vielleicht auch die Menschen einfach ein Stück besser machen. Mit Musik, mit Emotionen. Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort. Ja, das ist eine wunderschöne Plattitüde, die ich da auch sehr gerne bemühen möchte. Folge einfach deinen Träumen. Ne? Mach das, worauf du dich berufen fühlst oder wo du auch schon immer gedacht hast, das ist mein Ding, das will ich unbedingt machen. Das habe ich bisher auch immer gemacht. Mal mehr, mal weniger. Und ich kann halt immer nur sagen, wenn du es nicht machst, tut es ganz schön weh. Also lieber machen. Ja, genau. Danke, Michael. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön mit euch. Und alles Gute dir. Bis bald. Mach's gut. Danke euch auch. Bis dann. Ciao. Das war's mit unserer heutigen Folge vom magischen Podcast mit Michael Koch. Wir hoffen, dass du sehr viel für deine Show, für deine Zaubershow bezogen auf die musikalische Untermalung mitnehmen konntest. Und wir bleiben musikalisch. Schicke uns deine eingesungene Bewertung zu dieser Folge an info@magischerpodcast.de. Alle weiteren Folgen findest du auf unserer Webseite magischerpodcast.de. Mach's gut, bis in 2 Wochen. Ciao. Ciao.